Smartfire ist ein kleines Start-up. Wir entwickeln ein hybrid-elektrisches Flugzeug. Und bekannt ist Smartflyer vor allem, weil wir eine der ersten sind, die so ein hybrid-elektrisches Flugzeug auf den Markt werden bringen. Mein Name ist Rolf Stuber, ich bin der Head of Design und der Gründer von Smartflyer. Das Besondere an Smartflyer ist wirklich, dass die Konfiguration des Flugzeugs ausgelegt auf einen Elektroantrieb ist. Und das heisst, der Propeller ist nicht mehr vorne, wie das bei den traditionellen Flugzeugen der Fall ist, sondern hinten auf dem Seitensteuer, wo massive Vorteile hat gegenüber konventioneller Auslegung. Die Idee ist eigentlich entstanden, indem ich schon immer ein Flugzeug entwickeln und bauen wollte. Und dabei haben wir einfach die herkömmlichen Antriebe von Verbrennungsmotoren überhaupt nicht ins Konzept gepasst. Der Elektromotor ist eigentlich prädestiniert für Flugzeuge. Er ist leicht, hat eine hohe Effizienz von über 90% und vibrationsfrei. Und genau das brauchen wir eigentlich in der Luftfahrt. Die Reichweite ist natürlich, wenn man einen reinen Batteriebetrieb hätte, sehr beschränkt. Heute mit reinen Batteriebetrieben kann man vielleicht 1 bis 2 Stunden fliegen. Darum haben wir einen Range Extender integriert. Und das ist ein Verbrennungsmotor mit einem Generator, der tut während dem Flug Strom produzieren. Und somit haben wir eine Reichweite von etwa 4 Stunden oder etwa 800 km. Der Stand heute vom Projekt ist, wir sind mit dem Antriebsstrang fertig geworden. Der wird noch ein bisschen getunet. Das Flugzeug selber existiert noch nicht. Da sind wir immer noch am Konstruieren. Der Rumpf wird anfangs nächstes Jahr gebaut und nachher im Sommer 2021 können wir anfangen mit der Systemintegration. Wir planen den ersten Flug vom Smartflyer im Sommer 2023. Das ist ein ganz spezieller Moment für das ganze Team, wenn das Flugzeug dann das erste Mal abhebt. Ist aber eigentlich der Beginn von einer längeren Testflugphase. Der Gewinn vom InnoPrix 2020 ist für uns, für das ganze Team, eine extreme Freude. Wir merken, unser Wirken wird honoriert und es wird von der Wirtschaft auch anerkannt, dass wir hier eine Entwicklung treiben, die später mal in der Luftfahrt wesentlich sein wird.